Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar habe ich heute mal wieder ein Micro-Sized Building Blocks Set für euch. Und zwar die New Yorker Skyline. Und bei New York, wir alle denken sofort an die Freiheitsstatue, an den Central Park, eventuell an das Flatiron Building und so viel mehr. Und genau das haben wir hier mit Micro-Sized Building Blocks zum Bauen. Es ist die Set Nummer 2550 von Weishawk. 1531 Teile, laut der Verpackung ab 14 plus geeignet aus der GIF-Series. Und natürlich sieht man auf den ersten Blick, das ist alles hier zusammengeschoben, also die verschiedensten Sehenswürdigkeiten aus New York eben auf eine Bauplatte gepackt und dafür ein paar Gebäude, die nicht so wichtig sind, rausgestrichen. Und ich finde das Konzept eigentlich so wirklich sehr, sehr cool, weil man so eben die Orte, die man selber vielleicht schon mal besucht hat, hier auf einer Bauplatte nochmal selbst nachbauen kann. Und das Ganze auch für den kleinen Geldbeutel, weil es sind ja Micro-Sized Building Blocks. Das kann sich wirklich jeder leisten und hat hier eventuell 1531 Steine Bauspaß. Aber ob wir diesen Bauspaß wirklich haben, schauen wir uns natürlich zusammen in dieser Review an. Und am Ende gibt es wieder eine Kaufempfehlung oder Nicht-Kaufempfehlung. Ihr kennt das ganze Spiel. Auf der Rückseite sehen wir nochmal, es ist ein kleiner Teiletrenner dabei. Dann haben wir hier Abbildungen von verschiedenen Sehenswürdigkeiten und eben nochmal eine Abbildung der gesamten Platte, die übrigens 24 cm breit ist am Ende und in der Höhe 11,5 cm hoch. Das ist für solche kleinen Steinchen schon eine Menge. Und natürlich haben wir dann hier nochmal einen kleinen Hinweistext, was New York eigentlich ist. Ich denke, wir alle wissen es. Wenn ihr es nicht wissen solltet, könnt ihr euch das Ganze gerne nochmal durchlesen. Ist ja doch nochmal interessant, ein paar Hintergrundinformationen zu der Stadt zu bekommen. Ich mache die ganze Packung jetzt auf jeden Fall mal auf und dann schauen wir uns zusammen die Teiletüten und die Anleitung an. Und ich werde doch jedes Mal wieder daran erinnert, dass ich endlich mal ein Video darüber machen muss, über die luftigsten bzw. schlecht gefülltesten Packungen von Klemmbausteinen, die ich schon so hatte. Und dieses Set würde da wahrscheinlich wirklich auftreten können, denn hier ist wirklich nur ein Drittel der Packung gefüllt. Wenn wir ganz lieb mit dem Set sind, sagen wir die Hälfte und der Rest ist leer. Ich weiß nicht, wie eng ihr das seht, aber ich finde sowas immer furchtbar schade und das nimmt mir sofort wieder ein bisschen Freude von diesem Set, die ich davor noch hatte. Ansonsten haben wir eben die Teiletüten mit den Grundplatten in Grau und Blau für das Meer und dann haben wir noch die verschiedensten Teiletüten. Und dann haben wir hier noch die Anleitung. Ich finde die schön gestaltet, genauso wie die Box. Sie macht einen hochwertigen Eindruck, ist klammergebunden. Das Papier ist ein bisschen dünner als von Lego, aber wirklich völlig in Ordnung. Die Teilauflistung finde ich sehr gelungen und ihr könnt euch ja wie immer das Video anhalten, wenn euch das Ganze interessiert. Und wir sehen schon auf der ersten Seite, das ist wieder so ein typischer Diamond Blocks Baustil. Also wir bauen sehr flächig und dann immer eine Ebene auf die andere. Hier haben wir dann auch immer noch mal ein paar Detailaufnahmen. Wenn wir eben an kleineren Einzelgebäuden bauen. Es wird alles ausgegraut, was schon gebaut wurde und was frisch gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt. Und insgesamt haben wir 18 Seiten, auf denen gebaut wird und 77 Bauschritte. Und auf der Rückseite sehen wir nochmal das gesamte Set mit Finished und dem Hinweis Extra Blocks Included. Also hätten sie da nicht extra Steinchen reingetan, wäre die Packung wahrscheinlich noch leerer gewesen. Also ihr seid ja echt freundlich. Und man sieht sofort, bei der Anzahl der Bauschritte auf die Teileanzahl gerechnet, dass es hier echt flott pro Bauschritt vorangeht. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf den Bau und deshalb fange ich jetzt auch an zu bauen. Und wir sehen uns gleich beim ersten wichtigen Bauschritt wieder. Und wir sind jetzt fertig mit Bauschritt Nummer 33 und unter anderem haben wir schon die Freiheitsstatue fertig. Und ich muss sagen, bisher ist das ein wirklich sehr, sehr durchwachsenes Set. Ein riesiges Grundproblem ist, dass diese Grundplatten, also einmal die das Meer, darstellen sollen, die blauen und die grauen Grundplatten teilweise super stark verzogen sind. Und das merkt man auch, weil das Set hier ordentlich noch kippelt, obwohl ich das hier wirklich schon stark zusammengedrückt habe. Und stark zusammendrücken ist hier noch ein anderes Thema, weil die erste Schicht, die auf diese Grundplatten gebaut wird, ist eine absolute Qual. Also das ist so von der Stärke her, man braucht da fast einen Hammer, um es festzubekommen. Ich habe das am Ende dann mit so einem wunderschönen Kala-Teiletrenner hier festgehebelt und selbst an diesem Teiletrenner sieht man vorne schon, dass wir da richtig Kerben reingemacht haben. Also allein für diesen grauen Teil hier, und das sind eigentlich nicht viele Steine, von dem Set habe ich eine Stunde ungefähr gebraucht und habe mich da echt durchquälen müssen, da baut man sich die Finger blutig. Alles, was man dann mit den kleineren Steinen draufbaut, also die nächsten Schichten wie die Bäume, ein paar Gebäude oder auch die Freiheitsstatue, lassen sich dann schon ein ganzes Stückchen besser bauen und dann hat man auch Spaß beim Bau. Das Problem ist aber natürlich, wenn die Grundplatten verzogen sind und man hier unten das so stark zusammendrücken musste und deshalb auch nicht alle wirklich perfekt auf einer Höhe sind, weil irgendwann ist halt Schluss, irgendwann kriegt man den Stein eben nicht weiter runter, dann hat man auch
auf den oberen Schichten hin und wieder mal einen Stein, den man kaum reinbekommt und dann eben wieder so reinfriemeln und reindrücken muss, wie bei der ersten Schicht. Der nächste Part ist, es ist hier unglaublich viel Teiletreiberei dabei. Also wir haben hier sehr viele Einersteine, die müssen so sein und das ist ein ganz schönes Gefriemel, aber die werden eben reingebaut. Genauso wie die massig verbauten, abgerundeten gelben Zweiersteinchen. Die müssen eben so sein, um das darzustellen. Aber man hat es super oft, dass ein 2x4er-Stein mit zwei 1x4er-Steinen in derselben Farbe gebaut wird, obwohl auch der 2x4er-Stein in dieser Farbe in dem Set ist. Genau dasselbe passiert mit 2x2er-Steinen, die am Ende mit zwei 1x2er-Steine gebaut werden und so weiter und so fort. Da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten, wie sowas passieren kann. Und das haben wir hier wirklich einfach nur massig. Also ich meine, ich bin noch nicht mal bei der Hälfte. Aber ich kann jetzt schon predikten, wenn man das nicht gemacht hätte, wäre man von 1500 Steinchen locker auf 1300 gekommen. Also das ist wirklich das Set, bei dem ich bisher am meisten Teiletreiberei erlebt habe. Und wie gesagt, die ist hier nicht erklärbar, weil auch die größeren Teile in dem Set verbaut werden. Also das wären keine höheren Verpackungskosten geworden. Trotzdem haben natürlich die guten Baupassagen auch ein bisschen was aufgewogen und da bin ich auf jeden Fall aufs Endergebnis gespannt. Und fertig ist unsere kleine New Yorker Sehenswürdigkeitenplatte und dieses ganze Set, die 1500 Steinchen, kosten 10 Euro auf Amazon. Verlinke ich euch auch gerne. Trotzdem sage ich es euch jetzt schon, ich würde euch davon abraten, dieses Set zu kaufen, weil ich hatte so gut wie keinen Spaß damit. Ich habe euch ja schon erzählt von diesen verbogenen und verzerrten Grundplatten. Das alles hat sich mit dem Bauen der Gebäude noch um einiges verschlimmert, also das ist hier wirklich komplett verzogen und man sieht sogar, wenn ich euch das jetzt nur so zeige, wie sich das alles wölbt und das ist einfach nichts. Das muss man sagen, da wurde einfach gespart, weil hier hätte man eben viel mehr unterbauen müssen. Das wurde aber nicht getan, beziehungsweise ist einfach die ganze Unterkonstruktion eine Fehlkonstruktion, weil hier überall Luft ist und auch keine Teile verbaut werden können. Und dadurch verzieht sich das alles eben schon so extrem. Weiterhin ist der Bau eine absolute Qual. Es war kurzzeitig besser. Ich habe euch ja auch in dem Zwischenbauschritt gesagt, es ist dann besser geworden, nachdem wir aus der ersten Ebene raus waren vom Bauen. Aber gerade diese Türme sind eine absolute Qual, weil die Steine, gerade die Einersteine hier super, super fest sind, viel zu fest, sodass sogar die Steine hier beim Bauen Stressmarken bekommen. Und ich habe dann teilweise mit meiner Technikzange gebaut. Also das ist eine absolute Qual. Ich habe das jetzt innerhalb von 2 Abenden gebaut. Es sind ungefähr 4 bis 5 Stunden. Aber vielleicht von den 4 bis 5 Stunden hat eine Stunde halbwegs Spaß vom Bau gemacht. Jetzt bin ich ja aber einer, der sagt, wenn es am Ende dann richtig cool aussieht, dann würde ich es euch trotzdem empfehlen. Es ist ja eher ein Display-Set und ein Deko-Set. Und nicht jeder muss unbedingt den Bauspaß haben, sondern sagt auch, ich quäle mich da gern durch, wenn es am Ende dann in meinem Regal cool aussieht. Aber auch das würde ich jetzt einfach mal bezweifeln. Wir haben Dinge, die sind recht gut getroffen worden. Wie zum Beispiel die 2 Denkmäler von den Twin Towern. Oder auch, ich finde den One World Trade Center Tower ganz gut dargestellt. Auch die Brücken finde ich in Ordnung. Aber insgesamt macht es nicht sehr viel her vom Aussehen. Und da würde ich jetzt einfach mal die Kameraperspektive ändern. Und wir können ja hier einfach mal so einen kleinen Panoramaschwenk machen über die einzelnen Sachen, die wir eben hier gebaut haben und über die einzelnen Sehenswürdigkeiten. Und ihr könnt euch selber mal ein Bild darüber bilden, ob euch das Ganze jetzt so, wie wir das gebaut haben, gefällt. Also ich finde gerade die Freiheitsstatue sieht echt schäbig aus. Also ich weiß nicht, gefällt mir nicht wirklich. Und auch die restlichen Gebäude. Es gibt Sachen, die sind ganz gut getroffen. Und es gibt Sachen, die sehen halt nach nichts wirklich aus. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn man jetzt von diesem Panorama-Gedanken hier weggegangen wäre. Wir bauen nur die Freiheitsstatue aus 1500 kleinen Steinchen. Oder wir bauen eben nur das One World Trade Center aus kleinen Steinchen. Dann hätte man mit 1500 Steinen was richtig Cooles hinbekommen. Aber 1500 Steine sind in dieser Detailtreue, die wir hier bauen können, einfach zu wenig, um diese vielen Sehenswürdigkeiten schön darzustellen. Klar ist so ein kleines Diorama und so eine kleine Übersicht auch mal was Cooles, aber dann hätten hier mindestens meiner Meinung nach 3000 bis 4000 Microbricks reinfließen müssen, damit man hier wirklich den Platz hat, um alles so darzustellen, wie man es möchte. Und dann hätten wir nochmal die dreifache Masse an Stein, hätte halt vielleicht die ein oder anderen Gebäude rausgenommen, die es nicht unbedingt gebraucht hätte. Also klar, die Türme machen auch was her, aber die hätte ich jetzt nicht 100-mal gebraucht, die hätten auch 5-mal gereicht, weil man baut ja hier einfach immer dasselbe, also Plate, durchsichtig. Plate, durchsichtige Plate und so weiter und so fort, dann hätte mir das Ganze wahrscheinlich mehr zugesagt.
Und wenn wir dann schon beim ersten Aufmachen ein schlechtes Gefühl haben, weil man sich wie bei einer Mogelpackung fühlt, es dann nicht so richtig cool aussieht, was ja eigentlich der Hauptzweck des Zwecks ist, der Bau keinen Spaß macht und so durchwachsen ist, wir haben sogar Steine, wie gesagt, die Stressmarken haben, nachdem sie verbaut wurden, dann bleibt von dem Set nicht mehr viel übrig. Und das retten dann auch nicht diese vielen Einzelteile, die wahrscheinlich nur als Ersatzteile nochmal beigelegt wurden, um dort 1500 hinschreiben zu können, weil das sind locker 100 Einzelteile, die auch nicht unbedingt als Ersatzteile jetzt so in dieser Anzahl dabei hätten sein müssen. Dann haben wir ja noch die angesprochene Teiletreiberei, die teilweise hier echt schlimm ist. Und da kann man eigentlich sagen, man landet am Ende bei vielleicht einem Steinwert von 1100 Teilen, die das hier wirklich hätte haben müssen. Der Rest ist entweder Teiletreiberei oder Ersatzteil. Und so eine Anzeige macht natürlich auf Amazon erstmal was her. Wenn man 1500 Microbricks in so einem Diorama dort für 10 Euro kaufen kann. Aber die Enttäuschung ist leider umso größer, wenn man dann so ein Set bekommt. Und dementsprechend muss ich euch auch ganz ehrlich und ganz klar sagen, kauft euch das Set nicht. Wenn ihr da große England- oder New York-Fans seid, es gibt so viele Microbricks-Sets, auch für einen bezahlbaren Preis, wo ihr einzelne Sehenswürdigkeiten wirklich schön nachbauen könnt und dann nicht so ein halbherziges Diorama bei euch stehen habt. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, dann schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ihr könnt euch auch gerne mal die Amazon-Rezensionen zu diesem Set durchlesen. Da sind auch einige schlechte dabei. Gerade auch, weil dort immer mal von Fehltüten gesprochen wurde. Die hatte ich jetzt nicht, also mein Set war vollständig. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.